Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Hass Reiter. Wir sind in Vorschau Nummer 6 von Voxel Tycoon. Ja, wir sind hier am Baumarkt gewesen. Ne? Das war doch ein Baumarkt, oder? Ja, und haben hier Bretter angeliefert. Das ist schrecklich und da müssen wir noch was dran tun. Und das Zweite, was wir gleich machen müssen, ist hier auch noch ein LKW drauf, der die Kohle hinbringt, weil das auch noch schlecht ist. Aber das Ganze machen wir gleich nach dem Intro. Bis gleich. So, dann schauen wir mal, dass wir jetzt hier Geld zusammenkriegen, indem wir einfach mal schneller laufen lassen. Wir haben 22, irgendwas bei 30 brauchen wir, glaube. Kaufen Fahrzeug. 29,3 brauchen wir da. Okay, da müssen wir noch einen Moment warten, bis das Geld zusammen ist. Aber oh, jetzt ging es rapide hoch schon. Müssen wir mal gucken, dass wir das zusammenkriegen, ne? So, 26. Können da mal ein paar was abliefern, damit wir Geld kriegen. So, jetzt haben wir die 29,3 zusammen, aber wir warten noch ein bisschen mehr ab. 36, ja, ich glaube, jetzt können wir es kaufen. Gut, kaufen wir das Fahrzeug und setzen das auf die gleiche Tour wie vorheriges Fahrzeug in Melderichstadt Nord. Und los geht's. Kann er fahren. Da kommt er schon rausgeschossen. Fährt hier hin und holt das Holz ab. Da ist er jetzt, glaube ich, ne? Ja, Kreissäge läuft. Alles ist wunderbar. Staut sich auch sehr schön. Nachfrage sunken. Weniger Holzträger. Ach, da gibt es Holzträger. Die müssen wir auch noch basteln. Gibt es denn hier ein Depot? Ah, ja, gibt es tatsächlich hier. Aber wir haben noch keine Holzträger, ne? Wie kann man denn Holzträger machen? Ja, gucken wir mal in der Forschung rein. Wie läuft's da? Fertigung 2, 0 von 75 abgeschlossen. Okay, da fehlen hier die Eisenbarren. Achso, wir sind hier an der Grenze schon. Melderichstadt Ost. Ja, wir produzieren da jetzt gerade nur die Bretter, ne? Und wo war denn unser Labor hier, ne? Mehr Statistiken, Übersicht. Ist da überhaupt ein Fahrzeug, was da anliefert? Das ist die Frage. Haben wir überhaupt was mit Eisenbahn schon am Hut? Hier ist die Kohle. Achso, die Eisenbahn waren hier, ne? Genau. Okay, da gibt es Fahrzeuge. Fahren die denn dahin? Ah, da ist das Depot. 0 von 75. Der muss ja hier irgendwo jetzt drehen, ne? Tut er aber nicht. Verbundene Gebäude, ja, aber Statistiken. Da kommt noch nichts an. Ich glaube, das Fahrzeug haben wir da gar nicht drauf. Kann das sein? Da fährt noch einer. Der fährt auch geradeaus. Warte mal, der braucht ja Eisenbahn. Haben wir denn Eisenbahn oder was wird hier abgeliefert? Hier ist Eisenerz drin, wir haben noch gar keine Eisenbahn. Alles klar. Gut, da müssen wir da noch dran arbeiten, ist auch klar. So, die sind schlecht, das ist schon mal gut. Da brauchen wir eigentlich gar nichts da machen. Aber wir haben auch ein zweites Fahrzeug da drauf gemacht. Hier, die sind auch schlecht. Was haben wir hier? Hier haben wir schrecklich, Holz. Vielleicht sollten wir hier hinten noch ein Auto hinschicken. Achso, dann müssen wir hier eins kaufen. Holz. Kaufen wir jetzt. Und dann. Wie ist denn die Route hier? Birges Nordwest.
Holz, Wirk ist Nordwest, gibt es gar keine Route zu. Super schade, ne? Ja, dann müssen wir das machen. Halt hinzufügen machen wir jetzt erstmal. Den laden. Voll. Halt hinzufügen. Also habe ich schon ausgewählt, ne? Wir sind schon vorbei. Hier oben oder wo war's? Da ist Ende, dann sind wir schon einen Ort zu weit nördlich. Da ist es. Entladen. 100%. Speichern als. Holz zu Weges Nordwest. Passt. Und starten. Dann fährt er dahin und bringt das Holz da auch hin. Dann passt das. Wir haben wieder Geld, um weitere Fahrzeuge zu kaufen. Das sieht gut aus hier. Hier oben gibt es nochmal Holz. Das wird auch wohl angeliefert und passt wohl. Haben wir hier oben noch was? Hier wird Erz gebracht und diese, der wird auch wieder zumachen, ja, der Baumarkt hier, ne? Da gibt es doch keine Holzträger, die angeliefert werden, oder? Produziert doch noch gar keiner. Können wir mal gerade gucken. Drei Holz-LKWs haben wir. Hier ist ein Bus. Das ist auch schrecklich, ist klar, das ist sogar gut. Hier sieht es auch einigermaßen aus. Die sind alle glücklich, ne? Jetzt müssten wir mal gucken. Verarbeitung. Haben wir nur die Säge. Das heißt, wir müssen hier bei der Forschung noch weitere Dinge machen. Fertigung 2. Wo habe ich denn jetzt meinen Baum hier? Wo sehe ich denn meinen Baum hier? Ist das hier gewesen? Nein, ne? Ne, erste Schritte. Neue Forschung starten, da kann man den Baum sehen. Also die Forschung, die wir da jetzt haben, die bringt uns ja jetzt gerade nicht weiter mit Fertigung 2, oder? Dann guck mal hier, die Säge, Holzträger, Kreissäge. Wie kann die Kreissäge jetzt Holzträger machen? Oder wie verstehe ich das? Steinfarbe, Metall, Holzbearbeitung. Die machen dann schon andere Möbel, ne? Das ist schon alles gut hier. Eisenbau. Das ist Bergbau. Das haben wir ja schon. Das war die Fertigung. Holzverarbeitung ist hier. Kreissäge, Holz. Ach, da müssen wir noch eine Kreissäge bauen. So sieht's aus. Aber das ist ja kein Problem, das hier zu machen, oder? Warte mal, ist das so, dass ich dann hier. Ja, tatsächlich. Dann werden wir jetzt ganz schnell hier noch eine zweite Kreissäge bauen. Nee, das war falsch. Verarbeitung. Die Säge. Machen wir die jetzt hier hin. Eigentlich ist egal, wo die ist, ne, oder? Bauen wir sie da hin. Dann kann das weg. Also das Geld hatten wir dafür schon mal. Dann Förderbänder. Ach so, Ein- und Auslass wäre sinnig erstmal. Verbinder. Rotieren wir das Ganze mal. Kommt dahin, aber ist natürlich der falsche von den beiden. Aber das geht, glaube ich, nachher sowieso mit den Förderbändern umändern, ne? So ist richtig. Förderbänder verlegen ist so richtig.
Haben wir kein Geld mehr, oder wie sieht's aus? Doch. Ach so, okay. Rezept auswählen. Haben wir. Hier muss noch eine zweite Kiste dran. Ne? Der Vorderband von da nach da gelegt. Oh. Das war jetzt nicht so prickelnd, ne? Ich würde gerne Förderbänder leeren. Ne, Förderbänder leeren nicht. Ich würde das gerne entfernen. So. So, jetzt passt's, ne? Mach das nochmal weg. Jetzt das Förderband nochmal anbauen. Und da müssen wir das Förderband noch umdrehen, damit es läuft, ne? Ist jetzt richtig? Ich glaube ja, ne? Läuft aber irgendwie nicht, oder? Holzträger benötigt zum Fortsetzen. Ist da irgendwas falsch? Genau so ist es. Das erste Stückchen konnte man nicht sehen. So, gut, das haben wir dann auch. Die Holzträger kommen da auch raus. Das ist gut. So, jetzt müssen wir die Holzträger nur irgendwo hinbringen, ne? Dafür brauchen wir noch ein Auto. Das bekommen wir hier. Kaufen für die Holzträger das, ne? Ja. Dann kaufen wir da das Fahrzeug. Und das muss jetzt dort hoch. Halt hinzufügen diesen. Laden voll. Und die müssen hier unten irgendwo hinfahren. Schon vorbei an dem Ort? Ne, da ist er. Aber hier ist es nicht. Ich glaube, es ist da oben, oder? Ne, da ist er nicht. Der muss hier noch weiter sein. Shit, wo war denn das jetzt? Hier. Da ist es aber nicht richtig. Hat der Laden schon dicht gemacht? Kann das sein? Oh, wo war denn das jetzt? Der Ort hat sich schon schön erweitert. Hier ist er. Ne, da müssen wir halt hinzufügen. Den entladen, voll, Holz zu Heulbach West. Vielleicht hatten wir die Linie schon, weiß ich nicht. Fahrzeug fahren lassen. Und ja, der hier ist das am Rande der Insolvenz. Das würde ich jetzt 45 bezahlen müssen. Aber ich will erstmal das Fahrzeug dahin haben. 86, das bedeutet, Fahrzeug ist unrentabel. Was braucht denn das hier? Wieso fahren hier Holzbretter hier hin? Die sind doch hier voll falsch, oder? Holzwirges Nordwest, das passt nicht. Wo muss denn der hin? Melderichstadt Nord. Lass ihn da hinfahren erstmal. Da habe ich eben einen gemacht und der fährt an der falschen Stelle. Kann das sein? Weil er das Falsche geladen hat. So ein Shit. Ist der das jetzt? Ich glaube ja, ne? Naja, lass den da jetzt hinfahren. Ist auch nicht schlimm. Dann wird es dann hier ein bisschen besser. Da unten müssen wir gleich nochmal dran arbeiten. So, was sind denn unsere Nachrichten gerade? Nachfrage gestiegen. Okay. Ist schlecht. Ist nicht schlimm. Fahrzeug ist unrentabel. Nee, der fährt hier vollkommen falsch durch die Gegend, ne? Fahrzeug folgen. Wo fährt er denn jetzt hin, bitteschön? Unternehmen anhand der Stadt ist da. Hier passiert doch auch was nicht, ne? Shit. Der muss den hier haben.
So, jetzt fährt er dann schon mal dahin. Die anderen haben sich natürlich jetzt alle aufgestaut. Das ist natürlich besonders klug gewesen. Jetzt fahren sie wieder. Da ist ein Missgeschick passiert mit der Ladung. Ne? Da müssen wir aufpassen, dass sie nicht das Falsche holen. Fahrzeug ist unrentabel. So, wo fährt der jetzt hin? Hier hoffe ich. Ja, das passt schon, das Fahrzeug. Der hat jetzt hier 157 Tage verbleiben, alles ist gut. Da müssen jetzt aber irgendwann mal Holzträger ankommen, oder? Kommen sie nicht. Kommen sie nicht. Kommen sie alle nicht. Wo kommen denn die Holzträger, bitteschön? Macht er das hier? Ach, hier ist schon wieder irgendwas faul, ne? Shit, mach mal langsamer. Oder Pause. Lass uns das mal in Ruhe angucken hier. Hier ist irgendwas nicht am Laufen. Was will der denn haben? Holzträger. Heubach West. Michelstadt Südost soll hier laden. Holzträger. Sind da keine drinne? Da sind keine Holzträger drinne. Warum nicht? Die liegen doch da auf dem Band, oder? Oh Mann, ey. Ich weiß was. Wir brauchen ein zweites Lagerhaus. Nee, Lagerhaus war das hier. Lagerhäuser. Das kleine. Kommt da hin und da kommt das rein. Ich hoffe, das funktioniert so. Nee, ich glaube, das geht nicht durch das eine durch, ne? Das bedeutet, wir müssen das mit dem Fließband noch umbauen. Ja, da komme ich aber nebenher. So, das hier kann also abgerissen werden. So, jetzt fahren die LKWs auch wieder. Das war ganz schlecht, was wir da jetzt gerade fabriziert haben, ne? Jetzt fahren sie alle mit Brettern und so weiter weg, ne, oder? Die Holzträger waren jetzt nur einmal da, aber das müssen ja die ersten gewesen sein, die da losgefahren sind, ne? Waren die hier lang? Das sind Bretter. Oder waren es Holzträger? So, das war der Deal, alles klar. Fahrzeug ist unrentabel. Okay, das stand zu lange. Ich glaube, das ist schon alles rentabel. Das können wir jetzt erstmal alles hier zumachen. Das wird hier schon werden, denke ich. Da sind wir erstmal gut unterwegs, oder? Da ist Geld reingekommen. Das ist orange oder gelblich orange, weiß ich nicht. Das passt. Hier Baumstämme, wieso? Ach, weil wir hier auf Abreißen sind, ey. Ist ja mal gut, dass wir nichts abgerissen haben, ne? Da ist schrecklich. Das bedeutet, wir müssen jetzt noch einen LKW haben, der Holz macht, ne? Kaufen. Und halt hinzufügen. Warte mal.
Jetzt muss ich gucken, wie der Halt da heißt. Mirgesen, Nordwest. So, der darf. Und der muss hier Holz mitnehmen. So passt es, ne? Gut, dann sollte auch das Fahrzeug jetzt Holz dahin bringen. Ich schätze mal, er ist das hier. Hier ist Nordwest. Fahren wir gerade noch eine Runde mit. Einmal schneller. Gucken wir uns das gerade noch an, dass er da abliefert. Der fährt da lang, okay. Und dann sind wir hier im schrecklichen Lager. Wir haben jetzt was gekriegt. War das jetzt dieses hier tatsächlich? Tatsächlich, ich dachte, wir hätten ihn schon beliefert. Aber naja, dann passt das erstmal. Gut, dann würde ich sagen, haben wir es für die Folge auch wieder geschafft. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wer das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Vorschau. Bis dann, ciao!